Herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial und heute stellen wir euch die Dualsorin vor. Jo. Oder? Jo. Jo, super. Da blenden wir erstmal das Ding ein, dass man auch mal sieht, wie die denn überhaupt aussehen. Ja, sind zwei Äxte. Wow. Du bist spitze. Gell? Sind zwei Äxte und wir stellen die Dualsorin. Weil sie gut sind, wenn man an sie einfach rankommt, das heißt auch Anfänger oder halt Neulinge. Oder man kriegt es zufällig beim Einloggen. Oder sowas, ne? Und die eigentlich dafür gar nicht so schlecht sind, wenn man sie richtig moddet. Wenn man sie so sieht, von Statistik her ist eigentlich so. Die sind scheiße. Ja. Denkt man sich wahrscheinlich erstmal so. Will ich nicht. Will ich nicht, genau. Aber was vielleicht ein paar nicht wissen. Die Dualsorin gehören mit zu den Nahkampfwaffen, die eigentlich so die höchste kritische Chance haben und dafür eigentlich so schnell sind. Ja. Na? Also wenn es dann noch, am Anfang sind sie schon schnell, aber wenn man dann noch die Mod reinhaut, ist es richtig so. Wie so ein Helikopter. Ja. Ja. Und deswegen zeigen wir euch jetzt mal ein Bild, wie ihr den angehen müsst, wobei es da auch noch eine kleine Optimierung gibt, aber die haben wir nicht. Die haben wir nicht und deswegen, das sagen wir dann aber gleich. So. Wo fange ich an? Ganz toll wäre es natürlich, wenn ihr dann auch die Haltungsmod habt, Wirbel der Tiger, die auch nicht so selten ist. Also ich glaube, hab gesehen, du hattest die ein paar Mal. Ja. Ne? Einfach deswegen, weil man dafür mehr Punkte hat und die eigentlich nicht schlecht werden für den Mod. Es ist ungewöhnlich, weil es ist eigentlich Doppelschwert. Ja, das muss man nicht verstehen. Und ja. Äxte sind wie also zwei ich hatte Äxte drin, aber dafür hätte es dann nicht gereicht für das kritische Bild. Ja. Also konnte man das irgendwie reinmachen. Weiß nicht wieso, aber es ging. Ja, ist doch gut, oder? Ja. Ja. So, also ganz kurz zu dem Bild. Auf jeden Fall Druckpunkt, wichtigste Karte eigentlich überall bei jedem Nahkampfbild. Weiß nicht, wo die keinen Sinn macht. Ja. Dann Dualsorin sind schnell, wobei sie aber noch schneller. Krasserei. Genau. Und zwar deswegen, weil wir eine kritische Chance haben und umso mehr man Schläge macht in der kürzeren Zeit, umso höher ist die Chance, dass einer von denen kritisch ist. Ne? Man sieht es dann schön, wenn man sie benutzt. Das ist dann so immer schön. Genau. Ich nehme den Stichpunkt Schaden pro Sekunde. Ne? Dann haben wir, was jetzt wichtig ist, gehärteter Stahl drin. Das erhöht nämlich die kritische Chance, die von 25 auf 40 hüpft. Ne? Man denkt jetzt, wow, 40%. Leck mich am Arsch. Ist ja richtig, huh? Brutal. Aber das macht dann schon einiges aus. Das werdet ihr auf jeden Fall sehen, wenn ihr die benutzt. Bei dem kritischen merkt man es halt, wenn man die 5,7 davor. Richtig. Die hauen es halt raus. Richtig. Und dann heißt es quasi, bei einem kritischen Schlag macht man dann halt schon über 1000 Schaden. Und das ist für die Dualsorin, also für eine Waffe, die man ziemlich früh auch kriegen kann, ganz ordentlich. Und die Mods kriegt man auch früh. Genau. Also die Mods kriegt man eigentlich alle früh. Das ist das Gute. Das Einzige, wo man vielleicht ein bisschen länger bräuchte, wäre oben links gezackter Rand, was einen Schnittschaden erhöht. Ja. Aber wäre auch nicht unbedingt Pflicht, sage ich jetzt mal. Das haben wir jetzt einfach mal noch reingemacht, weil wir jetzt keine Karte haben, wo wir gesagt haben, die macht Sinn, wo wir auch selbst haben, noch reinzupacken. Dann haben wir auf jeden Fall zwei Elementarkräfte, Feuer und Eis, um Explosionen zu machen. Explosionen deswegen, weil hoher Schnittschaden und Explosion wieder gut gegen Grenier wäre, deswegen passt. Ganz oben rechts noch Ausweiter, eben um die kritischen Schaden auf 5,7 Multiplikator zu erhöhen. Und unten rechts haben wir noch Elektrizität reingemacht, weil... Strom ist immer gut. Ja. Haben wir uns gedacht. Ne? Strom ist immer gut. So. Das wäre ein Bild, wie er auf jeden Fall gut funktioniert, wie er auch Spaß macht, wo man dann auch gut kämpfen kann. Over the top wäre auf jeden Fall die Karte Berserker. Richtig gut. Und da müsste man dann eventuell eine Karte hier rausschmeißen und die dann einsetzen. Und Berserker deswegen, weil wenn man einen kritischen Schaden verursacht, erhöht sich die Nahkampfgeschwindigkeit nochmal ein ganzes Stück. Ich weiß jetzt gerade die Zahl nicht auswendig. Aber das ist dann richtig ordentlich, weil dann habt ihr nicht nur schnelle Dualsorin, sondern Lichtgeschwindigkeits-Dualsorin. Das ist dann so wie bei den Hiku, wenn man die oft zurücksetzt und die Dinger dann benutzt, da kommt die Animation gar nicht hinterher beim Werfen. Ja, genau. Das ist dann so, hey, ich habe eine Animation Warframe und ich kann die gar nicht richtig umsetzen. Also bei den Hiku ging es dann ungefähr... Der hat nicht mal die Arme hochgenommen, das war so. Oh, das mag jetzt nicht schnell. Hups. Ja. Also theoretisch könnte man den Schock dann rausschmeißen und dafür. Ja, entweder Schock oder gezackter Rand müsste man sich überlegen. Eher Schock.
Ja. Schnitt ist immer. Schnitt schneidest du mal nicht raus. Ja, Schnitt gefällt dir. Schmeißt nicht, schmeißt. Ja. Ja, ist ein guter Versprecher. Ach, scheißt ruhig, schon raus. Okay, nee. Also, soviel zu den Dual-Sachen. Passt, würde ich sagen. Läuft. Solide Waffen, wie gesagt. Ich denke, fast bessere Anfängerwaffen, die man schnell kriegt, gibt es eigentlich fast nicht, als die Dual-Sachen. Ja. No. Es gibt dann später noch bessere Waffen, wo man auch auf dem kritischen Bild aufbauen kann, aber die haben wir nicht. Weil, ja, ist halt so. Weil Warframe uns nicht mag. Ja, die sind immer so aufwendig zu bauen und sowas, deswegen, das kommt irgendwann alles noch. Okay, soviel dazu. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr habt wenigstens ein bisschen was von dem Bild mitgenommen und setzt ihn um oder verbessert ihn. Ansonsten viel Spaß damit. Na? Schön gesagt. Ja, viel Spaß in Warframe. Ciao, ciao.